Good morning, friend. Guten Morgen, Freunde. I hope you woke up well. Ich hoffe, ihr seid gut aufgewacht. Daniel had a little bit of a rough night. Daniel hatte ein bisschen eine wilde Nacht. He was persecuted by the mosquitoes. Er wurde von den Mücken verfolgt. We have so many here this year. Es gibt hier dieses Jahr so viele davon. But anyhow, he's still happy and joyful. Aber dennoch ist er immer noch fröhlich und voll Freude. That's what we call walking in the spirit. Das ist es, was wir das Gehen im Geist nennen. One night you're persecuted with mosquitoes and you're still happy in the morning. Die ganze Nacht wirst du von Mücken verfolgt und bist am Morgen dann trotzdem noch fröhlich. Alright, let's talk about another enemy of the soul. Okay, lass uns über einen weiteren Feind der Seele sprechen. Long series. Das ist eine lange Serie. We're going to uncover and defeat this enemy. Wir werden diese Feinde aufdecken und besiegen. Okay, this is enemy number 5. Das ist Feind Nummer 5. Greed. Habgier. Ooh, what a terrible word. Ooh, was für ein fürchterliches Wort. But what a serious enemy. Doch, was für ein ernstzunehmender Feind. I've seen many lives destroyed by this terrible enemy. Ich habe gesehen, wie das Leben von vielen von diesem grässlichen Feind zerstört wurde. And actually, the Bible talks very clearly about this. Eigentlich spricht die Bibel sehr klar darüber. Do you know, it is strange how the subject of money is mishandled so terribly. Weißt du, es ist schon seltsam, wie mit dem Thema Geld so entsetzlich falsch umgegangen wird. Bible talks very clearly and a lot about that subject. Die Bibel spricht sehr klar und sehr ausführlich über dieses Thema. And I don't understand why Christians are afraid to talk about it. Und ich verstehe nicht, warum Christen Angst haben, darüber zu reden. If the Bible is clear. Obwohl die Bibel so klar ist. So we are going to handle the subject of greed. Darum werden wir uns mit dem Thema Habgier auseinandersetzen. So what does the Bible even mean when it talks about greed? Was meint die Bibel überhaupt, wenn sie von Habgier spricht? If you look back in the original language of the New Testament, here is the main idea. Wenn du in die Originalsprache des Neuen Testaments gehst, ist der Hauptgedanke an excessive eagerness to accumulate riches. Ein übermäßiger Eifer, Reichtümer anzuhäufen. Or another definition that I found in one of the Greek dictionaries is this. Oder eine andere Definition, die ich in einem der griechischen Wörterbücher gefunden habe, ist the desire to always having more. Das Verlangen, immer mehr zu haben. Reinhard. Hang on a minute. Moment mal. If I am poor, wenn ich arm bin, doesn't God want me to prosper? Möchte Gott dann nicht, dass ich wohlhabend bin? So if I'm poor and God wants me to prosper, why can I not have more? Wenn ich also arm bin, aber Gott möchte, dass ich wohlhabend bin, warum darf ich da nicht mehr haben? That's not even the right question. Das ist nicht einmal die richtige Frage. You know, it's not about what you have and what God wants you to have. Weißt du, es geht nicht darum, was du hast und was Gott möchte, dass du hast. And I will explain this to you. Ich werde dir das erklären. Do you know, think about it. It's all about the heart. It's not about the money. Denk mal darüber nach. Es geht allein um das Herz und gar nicht wirklich ums Geld. I know wealthy people who are really wealthy but are not greedy. Ich kenne wohlhabende Leute, die wirklich reich sind, aber nicht habgierig. And I know poor people who are greedy. Und ich kenne arme Leute, die habgierig sind. You see, I think it's a mentality, an attitude of the heart. Siehst du, ich denke, es handelt sich um eine Mentalität, eine Haltung des Herzens. And an attitude of the heart is something that you always have to be careful of. Und eine Herzenshaltung ist etwas, wo du immer sehr achtsam sein musst. Do you know, because if greed is a matter of the heart, denn wenn Habgier eine Angelegenheit des Herzens ist, then it's not a matter anymore of material things. Dann ist es nicht mehr länger eine Sache von materiellen Dingen. Think about this. Denk darüber nach. Do you know, and this is something that Christians don't want to comprehend. Christen wollen das einfach nicht begreifen. The moment Christians see somebody who is wealthy, usually they make a judgment. In dem Moment, wo Christen jemanden sehen, der wohlhabend ist, fällen sie in der Regel ein Urteil. At least this is my experience. Zumindest ist das meine Erfahrung. You know, they pass on judgment in their hearts and they don't even know what's going on. In ihrem Herzen verurteilen sie und haben nicht mal eine Ahnung, wie die Dinge wirklich sind. You know what? Weißt du was? I was sitting in the house of a fairly wealthy man. Ich saß einmal in dem Haus eines ziemlich reichen Mannes. In Europe. In Europa. I mean, You know, rich is always really a matter of perspective. Wobei reich immer eine Frage der Perspektive ist. You know, I've
said, in the house of a millionaire who said to me, I'm not rich, I'm not rich. Ich saß auch schon im Haus eines Millionärs, der zu mir sagte, ich bin nicht reich. And then he mentioned another name, who is a guy that I know and who's part of the same church, and he said, he's rich. Und dann erwähnte er den Namen eines anderen, den ich kannte und der Teil derselben Gemeinde war und sagte, der ist reich. You know, I mean, it always depends who you compare yourself. Es kommt also immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. But that's not even the issue at all. Aber selbst das ist überhaupt nicht das Thema. You know, the question is not, what do you have? Die Frage ist nicht, was besitzt du? But the question is, first of all, what is your heart attitude? Sondern die Frage ist zuallererst, wie ist deine Herzenshaltung? And secondly, do you see yourself the owner or the steward? Und zweitens, siehst du dich selbst als Besitzer oder als Verwalter? But anyhow, to go back, as I sat in the house of this kind of wealthy man in Europe. Aber nochmal zurück, als ich im Haus des reichen Mannes in Europa saß. His wife was talking to my wife. Seine Frau unterhielt sich mit meiner Frau. And she kind of put on her heart how she's been really hurt by Christians who judge her just because of what they have. Und sie schüttete ihr Herz aus, wie sie von Christen sehr verletzt wurde, die sie dafür verurteilen, was sie besitzen. But they don't even see what is behind. Die aber überhaupt nicht sehen, was dahinter ist. That the reason why they're doing what they're doing is because that's what God told them to do. Nämlich, dass der Grund für das, was sie machen, der ist, dass Gott ihnen gesagt hat, sie sollen das tun. That nothing has conquered their heart whatsoever. Dass überhaupt nichts von all dem ihr Herz erobert hat. Very, very generous. Dass sie sehr, sehr großzügig sind. You know, and we Christians have to learn to make judgments according to the outward appearance. Wir Christen müssen lernen, keine Urteile aufgrund von Äußerlichkeiten zu fällen. And we've got to stop that. Damit müssen wir aufhören. First of all, Jesus taught us not to do that, and Jesus showed us that he doesn't do that. Erstens, weil Jesus uns gesagt hat, dass wir das nicht tun sollen, und dann, weil Jesus uns gezeigt hat, dass er das auch nicht macht. So as we talk about greed, remember, we're not talking about an outward thing, but an inward thing. Wenn wir also überhaupt hier reden, dann denkt daran, dass wir nicht über eine Äußerlichkeit reden, sondern über eine innere Angelegenheit. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.